Okaleki. Irgendwas Afrikanisches. Also ich würde an einen Hund denken. Das klingt wie ein karibischer Drink. Vielleicht irgendein Gewürz oder so? Bei Gewürz stimmt schon mal die Richtung. Aber Kokoleki ist mehr. Ein ganzes Gericht. Und zwar aus Schottland. Das wollen wir probieren. Wir sind im Purse Lane verabredet, einem angesagten Restaurant in Edinburgh, und wollen herausfinden, was ist das Besondere an Kokoleki? Nur der lustige Name? Auf den ersten Blick würden wir sagen, Kokoleki ist eine Suppe. Und das stimmt auch. Aber für die Schotten eine ganz besondere. Aufgetischt wird das traditionelle Gericht in Schottland zu besonderen Anlässen und in vielen Lokalen. Denn jeder Koch hat sein spezielles Rezept. Im Purse Lane steht Paul Gunning am Herd. Egal auf welche Hochzeit du gehst, Kokoleki gibt es fast immer. Ich habe mein Rezept ursprünglich von meiner Großmutter. Und was bedeutet Kokoleki? Kok ist das Hühnchen, Leaky der Lauch. Daher hat die Suppe also ihren Namen, von ihren Hauptzutaten. Und die kauft Paul für seine Kokoleki-Variante immer frisch ein. Auf einem Bauernhof in Edinburgh. Lauch und ein frisch geschlachtetes Huhn. Das ist ein Freilandhühnchen. Es hat viel frisches Gras und Mais gegessen. 100% Geschmack. Damit machen wir ein perfektes Kokoleki. Diese Hauptzutaten sind immer dabei. Aber wie viele andere kocht auch Paul inzwischen sein eigenes Süppchen von, wie sagt der Schotte noch mal so schön? Das ist Kokoleki. Very Scottish. Dabei wurde das Gericht nur nach Schottland importiert. Von Maria Stuart. Die wurde schon als Baby Königin von Schottland. Es kam zu Unruhen im Land und das Kind wurde nach Frankreich geschickt. Dort heiratete Maria mit 15 Jahren den französischen König. Als der 1561 starb, war sie erst 17 Jahre alt. Sie kehrte zurück auf den schottischen Thron, nahm aber ihre französischen Köche mit. Die hatten ihr Rezept für Kokoleki im Gepäck. Hahn mit Lauch. Und bei den Schotten wurde daraus Kokoleki. In Pauls Rezept kommen außerdem Sellerie, Knoblauch, jede Menge Kräuter, Zwiebeln, Karotten und getrocknete Pflaumen dazu. Genau, die Zutaten machen den Unterschied. Klingt auf jeden Fall lecker und ist einfach zu machen. Erst wird das Gemüse geschnippelt. Und zusammen mit Huhn, Salz und Pfeffer wandern die Zutaten in einen großen Kochtopf. Okay, das muss jetzt 2 bis 3 Stunden kochen. Danach probiere ich sie. Haben Geflügel, Lauch und Co. genug Geschmack an die Suppe abgegeben, ist die Grundlage fertig. Das reicht Paul aber nicht. Jetzt kommen seine Extras. Er macht kleine Hühnchenrollen mit einer Füllung aus Reis und einer Mousse aus getrockneten Pflaumen. Die müssen jetzt nur noch 15 Minuten in siedendem Wasser garen. Zeit, um den Rest der Pflaumen zu verarbeiten. Für die süße Note. Traditionell gehören sie schon beim Kochen in die Suppe. Aber das macht die Suppe trüb. Das mag ich nicht. Deswegen setze ich sie oben drauf. Und der Geschmack wird so noch besser. Das Auge ist halt mit. Und jetzt darf unser Team probieren. Schmeckt Kokoleki wirklich besonders? Oder ist es doch nur eine Hühnersuppe mit witzigem Namen und historischem Beigeschmack? Unsere Reporterin ist gespannt. Den Lauch schmeckt man wirklich gut raus. Echt überraschend, sehr lecker.